Mittlerweile hat Google eine vollständige Office-Umgebung im Netz abgebildet. Die heißt Google Docs. Manchmal ist sie in dieser Leiste hier oben. Andernfalls findest du sie unter Mehr. Natürlich musst du angemeldet sein, also einen Google-Account haben, um auf diese Dateien zugreifen zu können. Du siehst, ich habe hier schon ein paar Dateien drin. Ich erstelle eine neue, beziehungsweise ich könnte auch eine Word-Datei hochladen und dann wird es automatisch ins Google Docs-Format umgewandelt. Und genauso kannst du jede beliebige Datei, die du in Google Docs erstellst, wieder ins Word-Format exportieren und somit dann in Microsoft Office dann öffnen. Also ich erstelle und hier hast du die Wahl zwischen Textdokument, du kannst eine Präsentation wie bei PowerPoint erstellen, eine Tabelle wie bei Excel, eine Umfrage mit einem Formular, Zeichnung. Du hast also unglaubliche Möglichkeiten, alles direkt im Browser, ohne dass du ein Programm installieren musst. Ich erstelle jetzt einen Text, nenne den Tunesien. Nehmen wir an, du musst mit Kollegen einen Vortrag über Tunesien machen und schreibst schon mal die Ideen, die du hast. Und jetzt ist es natürlich interessant, wenn diese Datei nicht immer herumgeschickt werden muss. Und jeder bastelt etwas rein und am Schluss weiß man nicht mehr, welche Datei das gilt. Nein, bei Google Docs, weil sie ja im Internet ist, kannst du Leute dazu einladen über Freigeben. Hast du die Möglichkeiten, Personen per Mail einzuladen. Und du kannst definieren, was diese Person darf. Der soll ja mitarbeiten können, also darf er auch bearbeiten. Andernfalls könntest du auch einstellen, dass er nur Kommentare hinterlassen darf oder sogar das Ganze nur lesen, ohne irgendeinen Einfluss darauf zu nehmen. Mit Freigeben und Speichern wird jetzt diese Person eingeladen. Idealerweise hat diese Person natürlich selber einen Gmail-Account, sonst müsste sie unter dieser E-Mail-Adresse dann je nachdem noch einen eigenen Account einrichten. Selbstverständlich könntest du aber auch die Datei so publizieren, dass eben jedermann, auch Leute ohne Google-Account, diese Datei bearbeiten dürfen. So ist es jetzt eingestellt, dass sie nur lesen dürfen, jeder, der den Link hat. Und so würde es heißen, dass alle Leute diese Datei sehen können, dass also auch Google als Suchmaschine diese Datei quasi auflisten kann. Ich wähle jetzt aber das, dass eben auch Leute, die keinen Google-Account haben möchten, daran mitarbeiten dürfen. Und deshalb stelle ich hier darf bearbeiten. Speichern und jetzt bekommst du diesen Link, den du verschicken kannst oder per Facebook quasi veröffentlichen und dann haben alle deine Leute in der entsprechenden Gruppe eben die Möglichkeit daran zu arbeiten. Ja, und mittlerweile ist diese Person eingeladen und während du da schreibst, ich schreibe jetzt bewusst einen Mist, siehst du, schreibt der andere auch etwas. Wahrscheinlich ist er auf der Tastatur eingeschlafen. Was ich damit zeigen möchte, du kannst gleichzeitig in Echtzeit daran arbeiten. Es ist also quasi wie ein Chat. Und das ist natürlich großartig. Die Gefahr besteht allerdings natürlich auch, dass da sabotiert wird, vor allem wenn viele Leute daran arbeiten. Aber auch hier hat Google vorgesorgt. Einerseits siehst du natürlich, wenn du nur eingeladene Leute an dieser Datei arbeiten lässt, wer was daran gemacht hat. Und du kannst über den Bearbeitungsverlauf sehen, eben wer was wann dazu beigetragen hat und kannst eben in einem Fall von einer Sabotage eben zu einer alten Version zurückkehren und die Wiederherstellung. Das mache ich jetzt, überarbeiten,
wiederherstellen. Und jetzt siehst du, bin ich wieder in der Ausgangsposition und alles, was mein Kollege, der auf der Tastatur eingeschlafen ist, gemacht hat, ist wieder rückgängig gemacht. Mittlerweile hat sich da etwas geändert, das sieht schon besser aus. Und eine letzte wichtige Funktion, die ich dir zeigen möchte, ist diejenige der Kommentare. Wenn du also zum Beispiel etwas ausgewählt hast, wie diesen Titel, dann kannst du über Einfügen, Kommentar, einen Kommentar an diese Textstelle hängen. Zum Beispiel, hier braucht es noch mehr Infos. Und alle, die an dieser Datei arbeiten, die sehen, wo noch die Baustelle am größten ist, wo es noch am meisten zu tun gibt. Auch zur ganzen Datei lässt sich hier oben einen Kommentar hinzufügen und so hat man eigentlich eine ideale Art der Zusammenarbeit, weil man eben hier nicht direkt in die Datei reinschreiben muss, sondern mehr Anmerkungen machen kann im Sinne von Anregungen. Die restlichen Funktionen, die erkläre ich jetzt nicht im Detail. Ich denke, wenn du schon mal mit Microsoft Word oder einem ähnlichen Textverarbeitungsprogramm gearbeitet hast, so wirst du dich da problemlos zurechtfinden.